Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei meinem auf meinem Kanal, zusammen mit TheEvilUsin 2. Und ja, falls ihr euch gedacht habt, warum hat der Typ sich aufgeregt beim letzten Mal, dass der Ton so schief war, das lag tatsächlich daran, der Ton kam auf meine Kopfhörer immer so um 1-2 Sekunden später an. Und ich habe gesehen, im finalen Video sieht man das gar nicht mehr. Also umsonst aufgeregt, aber für einen selber, wenn man spielt, ist es trotzdem nervig, wenn man schießt und der Ballerschuss 2 Sekunden später kommt oder so. So, jetzt wird das alles wieder behoben sein. Und wir werden jetzt einfach mal versuchen, Lilly da rauszuholen und nach Hause zu bringen. Sollte ja möglich sein. Fast geschafft. Ja. Fast. Waffen kann ich auch nicht einsetzen. Geht es dir gut. Okay, das ist einfach mal die Stem-Maschine von Morbius. Kontakt wiederhergestellt, Sir. Wo ist er? Wir kriegen keine exakte Position. Moment, der Kern wurde gefunden. Der Marker nähert sich ihr. Sehr gut. Sagen Sie dem Marker, wie er den Kern wieder aktiviert. Ich überbringe nur ungern schlechte Neuigkeiten, aber dafür ist es zu spät. Die Umgebung hat zu viel Schaden genommen. Selbst mit dem Kern steht der totale Zusammenbruch von Union kurz bevor. Nun gut. Wir haben noch den Stem. Wir können neu anfangen. Aber wir brauchen den Kern. Sie ist zu wertvoll. Das Sanitätsteam soll die Abholung vorbereiten. Wie viel Zeit? Hängt davon ab, wie schnell er sie zum Abholungspunkt bringt. Sie sind in der Nähe. Dürfte nicht lang dauern. Das Team steht vor Ort bereit. Das Sanitätsteam soll den Marker nach der Abholung eliminieren. Sein Zweck ist erfüllt. Ja, Sir. Scheiße. Okay. Kate, kontaktieren Sie Ihren Mann und geben Sie ihm Anweisungen. Tja, das wär's dann wohl, Kit. Kate. Haben Sie mich gehört? Ja, habe ich. Spüre ich da etwa Ungehorsam? Sie können ihn nicht töten. Doch können wir und werden wir. In der realen Welt wird er für uns zur Belastung. Rufen Sie ihn und sagen Sie ihm, wo der Abholpunkt ist. Oh. Kommen Sie, Kit. Er hat beim Betreten des Stem sein Todesurteil unterschrieben. Also, führen Sie den Befehl aus, sonst unterschreiben Sie Ihres. Nein. Hm? Schade, dass Sie uns verraten wollen. Ich hatte mir viel von Ihnen erhofft. Wow! Der hat gut getroffen. Okay. Spielen wir die jetzt ein bisschen? Die sehen so ein bisschen aus wie die Matrix-Agenten. Oh, er ist schon ein cooler Typ. Interessiert ihn gar nicht, ob die beiden links und rechts von ihm erschossen worden sind oder nicht. Okay. So, eine Funktion. Warum treffe ich ihn nicht? Okay. So, Spasti. Warum treffe ich ihn hier nicht? So. Jetzt aber. Verdammt. An die Security, melden Sie sich in der Steuerzentrale. An die Security. Viel Leben habe ich nicht mehr gehabt, ne? Scheiße. Halt ihn einfach mal so. Okay, jetzt spielen wir jetzt auf zwei Seiten.
Das ist natürlich cool gemacht. Sie muss oben in ihrem Zimmer sein. Guck mal, sie im Zimmer ist. Sie schläft ganz friedlich. Oh oh, irgendwas passiert auch gleich. Eigentlich hat sie ein recht cooles Zimmer, so ein Dachgeschoss. Ich meine, okay, die Decke sieht nicht so geil aus. Und auch überhaupt nicht isoliert, also die wird im Winter frieren wie sonst was. Nur mal so nebenbei. Ein kleines Mädchen. Aber egal. Nee, okay. Achso. Besessen ist sie nicht. Ich bin's, Lilly. Ich bin hier. Bist du das wirklich? Shh. Ich bin es wirklich. Ich bring dich nach Hause. Wir sind nicht zu Hause? Nein, Süße. Aber bald. So müde. Schlaf weiter. Wenn du aufwachst, sind wir in Sicherheit. No. Ist da eine Kamera drin im Auge? Ja, das sah nur so aus, ne? Myra! Ich hab sie. Los, verschwinden wir von hier. Tut mir leid, Sebastian. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Ich trage euch beide, wenn es sein muss. Nein. Aber ich... Mobius muss aufgehalten werden. Vergiss Mobius. Wir haben schon zu viel an sie verloren. Wir können entkommen. Nur wir drei. Wir gehen an einen Ort, an dem sie uns niemals finden. Man kann sich nicht verstecken. Sie sind überall. Lilly wird immer in Gefahr sein, wenn ich sie nicht ausschalte. Okay, gut, ich warte. Sobald Mobius so Geschichte ist... So funktioniert das nicht, Sebastian. Das ist nur aus dem Innern möglich. Stem ist mehr als nur dieser Ort. Ganz Mobius ist über die Chips in den Köpfen damit verbunden. Sobald ich die Macht des Kerns übernehme, kann ich ein Signal übertragen, wenn Union zusammenbricht. Ein Signal, das Mobius ein für allemal ausschalten kann. Aber wir sind endlich wieder zusammen. Ich habe keine andere Wahl. Das ist Teil des Plans. Das war es immer. Es tut mir leid. Myra. Versprich nur, dass du dich um unsere Kleine kümmerst. Lass sie nie vergessen, wie lieb ihre Mutter sie hatte. Myra. Scheiße. Ich möchte dir noch so vieles sagen. Du musst nichts sagen. Ich habe dich die ganze Zeit beobachtet. Ich weiß, wie sehr du gelitten hast, was sie getan haben. Was ich dir angetan habe. Nichts davon hast du verdient. Und du bist dafür zweimal durch die Hölle gegangen. Es ist Zeit aufzubrechen. In das Leben, das man dir genommen hat. Ich liebe dich, Myra. Ich liebe dich auch. Euch beide. Deshalb tue ich das hier. Aber wir haben keine Zeit mehr. Du musst gehen. Jetzt. Immer ein geiler Übergang, oder? Irgendwie? Achtung, Achtung, Notfall Alpha 1. Achtung, Achtung, Notfall Alpha 1. Scheiße! Wir haben sie! Erschießt sie! Die machen es mir nicht leicht. Oh.
Dumm? Ich muss zum Stem-Raum. Muss es nur nach unten schaffen. An die Security. Melden Sie sich im Stem-Raum. Halt durch, Sebastian. In andere Richtung? Sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Hoffentlich funktioniert es, Myra. Wow, erstmal die Ärzte abballern. Was macht sie jetzt? Was tun Sie da, Kid? Ihre Taten werden Sie umbringen. Das muss Ihnen bewusst sein. Sie hatten so viel Potenzial. Sie hätten so viel Macht haben können. Und jetzt wollen Sie all das wegwerfen. Warum? Nach allem, was Sie gesehen und getan haben, warum die Skrupel jetzt? Wegen des Detectives. Wegen des Kindes. Nein. Meinetwegen. Denken Sie noch einmal nach, Kid. Stem wird gebraucht. Ein vereintes Bewusstsein für die ganze Menschheit. Keine Kriege mehr. Keine Unterschiede. Kein Schmerz. Dann wollen wir mal hier durch die Tür. Es gibt kein Zurück. Ich hoffe, du hattest recht, Myra. Sebastian! Kidman, ich hab sie. Wohin jetzt? Geh in deinen Raum. Alles klar. Aber Myra bleibt hier. Du weißt warum. Okay. Wir haben nicht viel Zeit. Ich zähle auf dich, Kidman. Okay. Keine Sorge, Lily. Wir sind fast da. Ach, schön, da unten, wo der Spiegel ist, ne? Oh mein Gott! Okay, mal von so einem Feldbogen erschlagen zu werden, ist uncool. Kann ich jetzt nicht auf achten, oder? Wer jetzt noch runter Feldbogen kommt? Hoffentlich kommt da ein Schatten vorher. Bitte. Alter! Zu Hause. Wir müssen durchhalten. Okay. Ah, es ist cool gemacht. Der Schluss ist wirklich cool gemacht gerade. Also gerade wie in einem Film. Kid. Geben Sie auf. Verspreche ich einen schnellen Tod. Andernfalls wird die Bestrafung für Ihren Verrat legendär. Na gut, dann werde ich zu einer Legende. Und zwar, weil ich sie ausgeschaltet habe. Eine Welt ohne Wahl ist keine Utopie. Ein Bienenschwarm funktioniert nur mit einer Königin. Mitmachen oder sterben? Wissen Sie was? Es gibt noch eine dritte Wahl. Lecken Sie mich am Arsch! Sie sind dumm! Aber bewundernswert. Schade, dass ich sie so verlieren muss, Kid. Was? Dachten Sie, ich mache das hier alles unvorbereitet?
Ich habe meinen Chip vor 3 Tagen rausgenommen. Egal. Heute sterben sie. So oder so. Oh. Nicht mehr lange, die Tür ist auf. Na los, Sebastian. Es wird hier langsam ziemlich eng. Incoming Message. Kletter hoch da, Sebastian. Sebastian, ich liebe euch beide. Seid ihr sicher? Ups. Du hast es geschafft, Myra. Ich wusste es. Wenn die alle einen Chip haben, können sie die alle auf einmal umbringen? Okay. Er ist tot jetzt, ne? Chip hat sie getötet. Oh, die müssen aber alle ganz schön büßen. Sebastian, du bist in Sicherheit. Lilly! Wo ist Lilly? Ich brauche deine Hilfe, um sie rauszuholen. Stell dich dahin! Was für ein Befehlston sie hat, oder? Mein Typ hat jetzt einfach mal die Scheiße an sich durchgemacht. Und sie ist einfach nur, stell dich dahin! Schnell! Papa, bist du das wirklich? Ja, Lilly. Ich bin es wirklich. Ich hatte einen ganz schlimmen Albtraum. Shh. Ich weiß, Lilly. Aber jetzt bist du wach. Der Albtraum ist vorbei. Du musst jetzt keine Angst mehr haben. Das ist er doch, oder? Ich bin nicht immer noch drin. Und denke das nur.
Es ist wirklich vorbei. Dank Myra. Los! Verschwinden wir hier! Okay. Der letzte macht das Licht aus. So, auch dieses Kapitel haben wir abgeschlossen. Ja, ziemlich cooles Spiel so an sich. Ganz gut gemacht. Also es ist natürlich sehr nah an Resident Evil so ein bisschen dran. An der Geschichte vom Ding her ist es ähnlich. Trotzdem muss ich sagen, fand ich das Spiel echt gut, unterhaltsam. Kann man weiterempfehlen, ne? Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ich überspringe jetzt mal kurz. Vielleicht kommt da noch ein Abschluss. Guck mal. Schauen wir uns das auch nochmal an. Na, geht die mit dem mit jetzt? Nee. Ja, kann er mir jetzt nichts anfangen. Das wäre auch echt schräg. Oh, das letzte Erwachen, das letzte Erschrecken. Okay, das System nochmal wieder an. Matrix-Teil. Oh, es rebootet sich. Woop, 16 Stunden 45 Minuten gebraucht. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss.